Ja, hallo, da spricht wieder der Christian. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und auch heute möchte ich euch wieder einen Lightroom-Tutorial zeigen, wie ich eines meiner Bilder bearbeite. Und schalten wir gleich mal hier auf meinen Lightroom-Desktop. So, wie ihr seht, habe ich hier ein Foto vorbereitet. Das ist ein RAW-File, das ist noch komplett unbehandelt. Ich kann es euch ja mal auch etwas größer machen. So, eine Straßenszene aus Lissabon, aufgenommen im Herbst 2019. Und ja, wir werden uns jetzt ein bisschen mal damit beschäftigen, wie man diese Aufnahme aufpimpen kann, welche Schritte dazu notwendig sind, wie ich das machen würde. Wobei man sagen muss, es passiert mir immer so, dass wenn ich ein Bild Monate oder Jahre später nochmal angreife, ich es auch immer wieder anders entwickle. Also da gibt es auch einen gewissen Lernprozess oder auch einen Geschmacksprozess, möchte ich sagen, wo ich es dann mit einem gewissen Abstand wieder anders machen würde. Darum zeige ich euch heute mal die Version, die Frühjahr 2021 Version. Switchen wir mal nur auf den Lightroom-Schirm, damit ihr das größer habt. Und schauen wir uns mal eingangs die Grunddaten an. Das ist immer ganz interessant. Das kann man hier wegklappen. Das brauchen wir jetzt mal nicht. Das ist aufgenommen mit einem Olympus OMD EM1 Mark II bei 200 ISO, also bei Grund-ISO, mit der Brennweite, mit einem Hundertstel Verschlusszeit bei Blende 3.2. Okay, alles gut. Also mal ISO-Wert ist mal niedrig, das ist mal wichtig. So. Und jetzt gehen wir mal in das Bearbeitungsmodul und überlegen mal, was wir machen könnten. Das Bild ist außerdem im Formatfaktor 4 zu 3 in der Originalaufnahme vom Olympus. Da würde ich heute wahrscheinlich auch den 3 zu 2 Bildausschnitt wählen. Den finde ich mittlerweile ja, ich sag mal, ein bisschen ansprechender. Aber das können wir auch noch später machen. Ja, was mir hier sofort auffällt, das Licht ist natürlich sehr, sehr gleichmäßig, es ist ein bisschen diffus, es gibt auch keine Lichtrichtung, keine wirkliche. Das ist auch ein Schnappschuss, also das ist jetzt keine große Fotografie, sondern es ist ein Schnappschuss aus der Straße und dennoch möchte ich es ein bisschen aufpimpen. Meine Idee ist so ein dunkles Bild, also relativ hoher Schwarzanteil mit dieser knalligen gelben Straßenbahn, die da so richtig herausstechen soll. Also fangen wir mal hier an mit den Belichtungskorrekturen. Ja, also mal hier ziehe ich mal die Lichter runter. Ihr seht, wie sich sofort in der Helligkeit nochmal verändert, damit wir auch vielleicht im Himmel hier noch ein Stückchen retten können, weil der frisst sonst komplett aus. Die Tiefen würde ich ein bisschen anheben. Weiß, ja, schauen wir mal hier. Das kann natürlich sein, dass ich im Laufe des Prozesses nachher nochmal zurückkommen muss, nochmal nachkorrigieren. Also auch die Schwarzwerte werden hier einmal erhöht. Dann diese Art von Motiv vertragt eigentlich immer auch etwas Struktur und Klarheit, dass das Ganze ein bisschen crisper wird. Weniger Klarheit so. Dunst entfernen, Degradationskurve lassen wir mal stehen. Und jetzt wird es ganz spannend, jetzt greifen wir mal in die Farbkorrekturen ein. Also ich möchte ja, dass das Gelb, also die Gelb-Orange-Töne, dass die rauspoppen, dass die stärker werden. Also wenn man hier mal, ihr seht hier, was auf der Straßenbahn passiert, also das Orange und auch das Gelb hochziehen. In der Luminanz, somit knallt das mal ein bisschen mehr. Andere Farben in der Sättigung werde ich eher zurücknehmen, also diese Farben, die ich gar nicht haben will im Straßenbild oder die eh kaum vorkommen, also diese Magenta-Töne, das Lila, auch vielleicht das Blau. Seht ihr, wenn ich das Blau aus dem Bild ziehe, wie das auf einmal einen anderen Charakter bekommt. Ja, der Sättigung könnte man das Gelb nochmal erhöhen, vielleicht auch da noch einmal ein bisschen erhöhen, auch das Orange. Das Rot lasse ich drinnen, wie hier von der Ampel, auch in den Verkehrsschildern würde ich das Rot mal drin lassen, das ist okay. Hier würde es sich auch ganz gut anbieten, eine Teiltonung, also ein Color Grading. Das mache ich ja gerne, das habe ich auch schon in anderen Videos gezeigt, in den Lichtern ein bisschen gelb und in den Tiefen ein bisschen blau. Das kriegt auch so einen typischen Look, so ein Charakter. Schärfung, Rauschreduzierung, ja, Schärfung schauen wir uns mal an. Mit gedrückter Alt-Taste ein bisschen die Schärfung hochziehen und dann insbesondere das Maskieren eben, also die Alt-Taste gedrückt halten und den Maskierungsregler hier nach rechts, damit ich wirklich nur die Kanten schärfe und nicht die Flächen.
Rauschreduzierung ja, brauche ich so gut wie nicht, wegen der geringen ISO, hier chromatische Operationen, das nehmen wir mit. Profilkorrektur ist bei der Olympus-Kombination integriert, da kann ich hier nichts mehr ändern. Ausrichten ist immer wichtig, ein bisschen viele Linien, aber es, naja. Hier also zum Beispiel diese Gebäudekante, die würde ich senkrecht halten. Das finde ich also als wichtiges Bildelement, dass das hier senkrecht steht. Ja, und da könnten wir dann jetzt auch gleich den Beschnitt machen mit 3 zu 2. Hier ist die Entscheidung, mehr Straße oder mehr von dem Gebäude und vom Himmel. Ich würde mich hier für die dunkle Variante entscheiden, also mehr Straße. In Ordnung. Hier sehe ich so einen hellen Fleck, den würde ich rausretuschieren mit dem Stempelwerkzeug. Ja, oder reparieren. So, dann einen kleinen Lichteffekt hier einbauen. Also diese Pflastersteine hier, die glänzen auch hier auch durch die Autoscheinwerfer. Auch hier ist der Scheinwerfer, also hier würde ich zum Beispiel mit dem Radialfilter mal aufziehen und einen leichten hellen Fleck setzen. So ein bisschen versetzt. Das Ganze nochmal vielleicht auch hier für diese Lichtquelle. Nicht im Negativ, sondern ins Positive hier, dass das die Straße ein bisschen heller wird, damit wir da hier ein bisschen Dynamik reinkriegen ins Foto. Das finde ich mal ganz gut. Hier hinten könnte man noch einen Radialfilter setzen mit einer leichten Helligkeitsanhebung, ganz minimal. Und vielleicht auch mit einer Veränderung im Weißabgleich, dass das da hinten ein bisschen wärmer wird. Da könnte ja noch die Sonne drauf scheinen. So, nicht zu stark, ein bisschen nur. Fast zu viel. Okay. Und ja, die Gesamtbelichtung nochmal nachkorrigieren. Und jetzt würde ich nochmal das Pinselwerkzeug bemühen. Und zwar für das Hauptmotiv, also für diese Straßenbahn, Pinselwerkzeug mal auf 0 stellen. Dann O-Taste, damit ich hier dieses, damit ich das Rot einfärbe, wo ich es maskiere. Ja. Dass ich hier diese Straßenbahn einmal anpinsle. Relativ präzis arbeiten, das ist also kein Fehler, wenn man da genau arbeitet. Man kann es natürlich auch wieder nach ein bisschen korrigieren, aber alles, was man sich ersparen kann an Schritten, ist man dann etwas schneller in der Bildbearbeitung. So, wieder mit der O-Taste das Rote wegnehmen und jetzt sind diese Bereiche maskiert und hier kann ich jetzt mit dem Helligkeitsregler, also in brutaler Form so, aber eben ein bisschen zärtlicher hier einmal das Gelbe ein bisschen herausstreichen, hier nochmal die Tiefen ein bisschen anheben, dass man dann unter die Straßenbahn noch ein bisschen die Strukturen hier sieht von dem Fahrwerk. Noch ein bisschen stärker, dass die so ein bisschen rausknallt, genau. Mit einer feineren Pinselversion noch ein bisschen drüber, da übers Dach, hier, hier und auch da unten. So, jetzt knallt die Straßenbahn ganz gut raus. Und was mir jetzt auch noch gefallen würde, nochmal ein Pinsel, wieder einen großen Pinsel nehmen. Gleiches Spiel wieder mit der O-Taste. Hier vorne, finde ich, gehört es abgedunkelt, damit also der Unterschied zur hellen Straßenbahn noch größer wird. Ich male das mal so drüber. Also ihr seht hier alle Bereiche, die ich hier rot anstreiche, spreche ich nachher mit dem Regler an. So, und hier wieder das Rot weg, sonst können wir es nicht gut sehen. Und da hier ein bisschen mit der Belichtung nochmal runterfahren. Jetzt kriegt das Ganze so ein bisschen ein Pep. Hier vorne die Fenster und die Straße, die sind jetzt nicht so wichtig. Die können ruhig ein bisschen in der Unterbelichtung liegen. Aber die Straßenbahn ist unser Hauptmotiv und die muss rausknallen. So, dann schaue ich mir noch einmal diese Lichtpunkte an. Vielleicht kann man die noch ein bisschen versetzen oder erhöhen. Dass ich hier so eine Art ein Dodge and Burn, wie es so schön heißt, hier setze. Dass es ein bisschen mehr Dynamik im Bild gibt. Ja, und im Großen und Ganzen war es das dann auch schon. Ist eigentlich fertig. Hier nochmal an der Dynamik könnte man noch drehen. Oder ein kleiner Trick ist auch hier, wir haben hier Adobe Farbe, das ist das Standardprofil.
kann man ganz leicht hergehen und hier das Adobe Kräftig zum Beispiel nehmen, also das Vivid, und jetzt kommen die Farben nochmal knallender raus. Und jetzt ist es eigentlich schon, ja, fertig. So gefällt mir das schon mal recht gut. Wir schauen nochmal in den vergleichenden Modus. Kann ich das auch hier zeigen? In der Protokolldatei, also hier ist wieder die Protokolldatei, alle unsere Arbeitsschritte sind da hinterlegt. Und ja, das ist im Prinzip das Vorher, das rohe RAW-Format. Und das ist halt das Nachher. Da gibt es auch eine andere Variante, die ich gerne mache. Ich mache das gerne auch hier mit einer virtuellen Kopie, die ich anlege. Und ich kann auch diese virtuelle Kopie einfach zurücksetzen. Und so kann ich es mir auch ganz einfach nebeneinander ansehen, wie die beiden, wie es vorher und nachher war. Also links ist nachher und rechts ist halt die Vorherversion. Ja, wirkt doch gleich mal ganz anders, ganz dynamischer. Es ist immer noch ein Schnappschuss, keine Frage, aber es hat mehr Pfiff. Und was wir jetzt, glaube ich, noch nicht getan haben, bin mir jetzt nicht ganz sicher, mal zurückschauen, nochmal die Beschneidung von dem Bild. Ja, es ist eh schon 3:2 beschnitten. Ja, alles gut. So, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant. Lasst gern einen Daumen hoch da, ein Abo und ja, kommentiert gerne drunter. Würde mich interessieren, wie ihr das so macht. Das sind so einfache Lightroom-Werkzeuge, wo man nicht mal, sage ich mal, in den Photoshop wechseln muss und trotzdem eigentlich sehr, sehr ansprechende Ergebnisse erzielen kann. In dem Sinne, alles Liebe, immer gut Licht. Euer Christian. Tschüss und Baba.